Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde, hier ist der Alex aus dem Heimathafen in Rostock und ich freue mich, euch hier begrüßen zu können am Donnerstag, am Tag von Thanksgiving, wo die Amerikaner ja völlig verrückt unterwegs sind. Meine Schwester war diese Woche auch unterwegs und zwar ist sie von Ecuador nach Miami geflogen. Ich will ein bisschen was erzählen heute über die Getränkepakete, über das Feedback. Ich will euch ein bisschen was erzählen über TUI Cruises und was hier in Rostock los ist. Ich freue mich drauf, wenn ihr dranbleibt. Also, es war doch eine spannende Woche. Es ist eine ganze Menge passiert und mich erreichen ganz viele nette Neuigkeiten und Infos. Man nimmt Kontakt auf und das über alles schwebende Thema neben der Neueröffnung war natürlich der letzte Cruise-Alert. Freunde, was soll ich euch sagen? Ich wurde schwer nervös. Warum? Weil es auf einmal so viele Klicks auf dieses Video gab und ich will euch ehrlich sagen, wie das bei mir abgelaufen ist. Also ich habe dieses Video letzte Woche gemacht zum Thema Änderung, Anpassung der Getränkepakete bei AIDA und habe dann abends geguckt, ob das online ist, ob das funktioniert und ich habe ja sonst immer so im Schnitt zwischen 2.000 und 3.000 interessierte Aufrufe und da freue ich mich sehr drüber und am Abend hatte ich schon 5.000 und habe ich gedacht, irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Was habe ich denn... Ist da irgendwo das gepostet worden, weil es nicht stimmt vielleicht, weil ich vielleicht ein bisschen Blödsinn erzählt habe? Und dann habe ich abends noch die Maria angeschrieben und gesagt, Maria, das Video, das geht so steil und ich kann mir nicht erklären, warum. Ich habe ja nichts Besonderes erzählt. Sagt sie, ja, weiß ich auch nicht. Und eigentlich haben wir noch gesagt, das war ein bisschen hektisch, das Video, das letzte. Und jedenfalls, was wollte ich euch sagen? Habe ich sie gefragt, ich komme da mal schnell ins Selbstzweifel, ich sage, Maria, das mit dem Getränkepaket, ne? Bist du dir wirklich sicher, dass das gestimmt hat? Dass sich das jetzt geändert hat, dass man das vorher nicht einzeln buchen konnte? Sagt sie, ja, bin ich mir sicher. Und ich sage, wie sicher bist du dir? 100%, sagt sie. Na gut, bei 100%, Maria, muss ich sagen, kommt bei mir keine Zweifel mehr auf. Und dann habe ich aber nochmal nachgeschaut und habe mir das Video angeschaut von AIDA zum Thema Getränkepakete. Einfach erklärt, Yves hat ja da so ein bisschen was erklärt, irgendwie 3-Minuten-Video. Und dort wird es nochmal im August, wo dieses Video aufgenommen wurde, diesen Jahres, wird es nochmal ganz deutlich gesagt. Ich blende mal ein. Beachtet bitte, dass wenn ihr euch für ein Paket entscheidet, in eurer Kabine alle Reisenden das gleiche Paket buchen müssen. Kids und Teens natürlich entsprechend ihrer Altersklasse. Und dann war ich beruhigt. Denn wenn AIDA das offiziell sagt, dass alle Personen in der Kabine dieses Getränkepaket nehmen müssen, dann ist es auch so gewesen. Wir haben auch genug Kunden gehabt. Aber es gab natürlich einige Kunden, die gesagt haben, das konnte man ja schon immer auswählen. Nein, konnte man nicht. Es gab ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel, man konnte das Getränkepaket Premium, also man konnte das Deluxe-Komfort-Paket buchen und dann das Deluxe obendrauf. Das heißt, also die zweite Person nimmt Deluxe, der andere nimmt nur das Komfort. Das ging schon immer, aber so ging es nicht, dass die Kinder nichts nehmen mussten. Jetzt, wie gesagt, für euch, es ist auch nicht groß kommuniziert. So, aber ich denke mal, wenn uns das betrifft am Tag und uns auffällt, dann müssen wir euch das natürlich auch sagen. So ihr Lieben, das zu dem Thema, dann war ich beruhigt. Wir sind jetzt mittlerweile beim Video von der letzten Woche bei 44.000 Aufrufe, was für uns im Heimathafen schon Schockwellen auslöst. Ja, aber wie gesagt, sind wir gut drauf. Also, eine Sache noch, AIDA Aura ist ja nun verkauft worden, habe ich ja letzte Woche auch gesagt. Ich habe ein Bild jetzt bekommen, beziehungsweise gefunden, bei den Kieler Nachrichten. Schaut mal, traurig, oder? Ohne Kussmund. Also, man ist dort fleißig. Beim Umbau und das Schiff wird vorbereitet, wird ja nächstes Jahr dann auch in Einsatz kommen, wenn die Umbaumaßnahmen fertig sind im Frühjahr. So ist es. Schön, dass es eine Heimat gefunden hat. Und interessanterweise habe ich auch zum Thema Life at Sea mit diesem Veranstalter, der jetzt diese Weltreise machen wollte, ne? Das ist spannend. Jetzt sind die natürlich auf der Suche nach einem ähnlichen Schiff. So, nachdem ja AIDA Vita Anfang des Jahres verkauft wurde, bin ich jetzt wirklich neugierig und es passiert ja mit diesem Schiff nichts, ne? Avinak liegt ja in Tallinn. Und Avinak heißt die, glaube ich, ne? Genau, da haben sie ein A vor von AIDA, das haben sie groß gemacht und dann Avitak, so heißt das Schiff, so ist richtig. So viel Zeit muss sein. Und dieses Schiff liegt ja immer noch in Tallinn seit 2 Jahren und damit passiert nichts. Vielleicht findet das jetzt doch auch vielleicht noch einen neuen Weg zu der Reederei, um diese Weltreise noch zu machen. So, das dazu. Eine Sache habe ich bekommen, und zwar die wurde mir zugespielt von einem interessierten Zuseher, der in
Toku auf der Werft arbeitet, und zwar auf der Icon of the Seas, auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt. Das ist ja nun jetzt fertig und es macht sich auf den Weg, und zwar von der Werft Richtung Cadiz. Und da hat er mir geschrieben, ich mache euch mal die Nachricht auf, genau, der Dirk war das. Und der hat mir geschrieben, als Info für unsere Zuseher, dieses Schiff wird am 30.11.2023 um 22 Uhr, so circa, kann man ja mal hier genau sagen, die Öresundbrücke passieren. Also wer das sehen möchte und dort zufälligerweise vor Ort ist, in Dänemark oder in Schweden, der hat dort die Chance, einen Blick auf dieses wirklich tolle Schiff zu werfen. Diese Woche haben wir auch Gäste gebucht auf eine der ersten Reisen von Royal Caribbean. Also da ist einiges los. Ein interessanter Zuseher hatte letzte Woche schon gesagt, Alex, es wäre schön gewesen, hättest du auch was zu TUI Cruises gesagt. Ja, ich hatte bloß letzte Woche schon so viel drin und habe es auch ehrlicherweise vergessen gehabt. Das ist euch natürlich auch interessiert. Das Thema Rauchen auf der Kabine. Nachdem bei TUI Cruises ja mit dem neuen Schiff, mit der Mein Schiff Relax, neue Schiffsklasse veröffentlicht wurde, auf der es dann auch Nichtraucherkabinen vorne gibt, hat TUI Cruises jetzt das zum Anlass genommen, für 2025 zu entscheiden, dass alle Schiffe von der Main-Schiff-Flotte im vorderen Bereich bei den Balkonkabinen Nichtraucher-Balkonkabinen bekommt. Die werden dann gekennzeichnet wie bei der Relax in so einer grünen Schraffierung. Und dort habt ihr dann die Chance, die zu buchen. Und dann in der Fahrt, wenn es so kommt, dass ihr dann habt ihr frische Luft. Genau. Ein Hinweis habe ich an euch dazu aber. Wenn ihr Raucher seid, was natürlich überhaupt gar kein Problem ist. Ich meine, ihr wisst ja, wie ich zum Thema Rauchen auf den Kabinen, auf dem Balkon stehe, finde ich ja nicht so geil. Heute kam natürlich meine Familie auch vorbei und mein Vater hat als erstes gesagt, als er gesehen hat, dass die Bar jetzt schon fast fertig ist, jetzt fehlt nur noch der Aschenbecher auf dem Tisch, der natürlich hier keinen Platz finden wird, ist eh klar. Aber wir haben die ganze Woche fleißig daran gearbeitet, um die Bar so aussehen zu lassen, wie sie ist. Dort wird heute noch der Schnaps reinkommen, und zwar von meinem Freund Thorsten Bettnatz, der ja Inhaber von Saltwaters ist, und die produzieren ja für die Schiffe auch exklusive Gins und Rums für die Mein Schiff-Flotte und AIDA, hat früher auch für AIDA Verantwortung getragen, hat die Indienststellung als damals noch Clubdirektor in der Werft für AIDA gemacht, und genau, freue ich mich drauf, dass er heute vorbeikommt. Aber zum Thema Mein Schiff wollte ich euch noch einen Hinweis geben. Wenn ihr jetzt also, ich muss mal ein bisschen springen, wenn ihr jetzt also bei der Mein Schiff einen Plus-Tarif oder einen Pur-Tarif bucht und ihr seid Raucher, dann kann es euch passieren, dass ihr auch eine von den Nichtraucherkabinen zugeteilt bekommt. Ich will es euch nur sagen, nicht, dass ihr euch wundert und dass ihr irgendwie dann nachher verärgert seid, dass ihr auf der Balkonkabine nicht rauchen könnt. Das kann euch also in diesen beiden Tarifen passieren. So. Mutti, komm mal rein, ich muss dir jetzt mal zeigen. Siehst du, du hast dir extra die Haare heute gemacht. Ja. Schaut mal, ich zeige euch mal die Mutti, ja, hallo. Meine Mama. Und meine Mama wird hier ja den Standort leiten. Und jetzt habt ihr mal ein Gesicht dazu. Und ja, ich freue mich riesig auf euren Besuch. Ja, super. Mutti, fleißig. Du bist sehr fleißig. Sehr fleißig. Wir haben gut gearbeitet. Wir waren richtig unterwegs bis nachts. Wir haben hier sauber gemacht. Heute haben wir schon die Hafenplaketten da oben. Die könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Angebracht. Also hier gibt es eine ganze Menge für euch zu sehen. Wenn ihr in Rostock seid, schaut vorbei, lasst euch inspirieren und auch einen schönen Schnack ein. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig werden. Ja, und morgen ist der Tag der großen Eröffnung. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr in der Gegend seid oder wenn ihr jetzt die nächsten Wochen mal vorbeiluschern wollt, kommt gerne und holt euch schöne Eindrücke bei uns. Ich freue mich, wenn ihr euch hier wohlfühlt, und das ist so das Wichtigste bei allem. Ja, ansonsten war's das. Ich sende die besten Grüße und sage wie immer, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Tschüss.